Ich hab's, Freunde. Wir spielen das Spiel der einsame Dinosaurier. Hm? Ach, und wie spielt man das? Na ja, einer von uns ist der einsame Dinosaurier, ein anderer Schafzahn und der Rest wird von uns gejagt und gerettet. Und wer soll bitte schön der einsame Dinosaurier sein? Na ja, es ist meine Idee gewesen. Und wer soll der Schafzahn sein? Tja, das müsste jemand sein, der ziemlich groß ist und ziemlich fies sein kann. Was? Ich? Terry, Terry, Terry! Warum muss denn ausgerechnet ich der Böse sein? Weil du den Bösen so gut nachmachen kannst. Du noch weißt, wie du gestern Abend die Zwillinge geschreckt hast? Mich hat sie auch erschreckt. Und Spike auch. Ist doch so, Spike, oder? Na, dann ist ja alles klar. Hab keine Angst. Hab keine Angst, ich rette euch, jawohl. Ich brauche einen großen Auftritt. Ja, perfekt. Schafzahn. Oh, nein, 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 nein. Ja, wir noch zu jung, um gefressen zu werden. Mach, dass du wegkommst, du böser alter Schafzahn. Hab keine Angst, der einsame Dinosaurier wird dein... Mann, oh Mann, das war knapp, danke. Einen Moment lang dachte ich, es wäre aus. Du bist es. Ich meine, du bist hier. Wer bist du? Mein Name ist Doc. Was ist denn hier los? Und wer ist das, hä? Belästigst du unsere Kinder? Papa, nicht doch. Ihn hat Littlefoot gerettet. Er hat Littlefoot gerettet. Du liebe Güte, ist alles in Ordnung, mein Kleiner? Ja, Großmutter. Ich bin den verfaulten Baumstamm hochgeklettert und dann runtergefallen. Ich genau gesehen, er ganz schnell gefallen, weil er nämlich kein Flieger, so wie ich. Und dann ist dieser große, super nette Langhals vorbeigekommen. Und der hat ihn aufgefangen. Ich meine, wir hätten ihn natürlich auch aufgefangen. Nun, wo immer Sie auch herkommen, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie meinen Enkelsohn gerettet haben. Ja, und willkommen im großen Tal. Herzlich willkommen. Ich bin nur auf der Durchreise. Sie können so lange bei uns bleiben, wie Sie möchten. Augenblickchen mal. Wir wissen doch gar nichts über diesen Burschen. Wer ist er und wo ist seine Herde? Ich bin ein Einzelgänger. Ganz schön verdächtig, wenn er mich fragt. Von mir aus soll er sich lieber davontollen. Und das wollen Sie wirklich, mein Freund? Naja, ich eigentlich, das heißt... Wir führen hier ein sehr behütetes Leben. Vielleicht haben wir in der Zwischenzeit vergessen, wie man unerwarteten Besuch empfängt. Wie meine Frau bereits gesagt hat, Sie sind herzlich willkommen. Wir teilen sehr gerne mit Ihnen. Was? Aber jeden Tag kann sich das Laub der Bäume verfärben. Ihr wisst, das Futter wird immer knapper. Und Langhälse fressen leider eine ganze Menge. Trotzdem ist genug für alle da. Langhälse, die stecken doch immer unter einer Decke. Typisch. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Er meint es nicht so. Er ist ein netter Kerl, wenn man ihn erstmal richtig kennt. Ich glaube nicht, dass ich lange hierbleiben werde. Na dann, Kinder, könnt ihr weiterspielen. Wir wollen unserem Gast doch ein wenig Ruhe gönnen. Nun komm schon, Littlefoot. Oh.
Hallo, Kleiner. Hallo. Warum spielst du denn nicht mit deinen Freunden? Ich wollte mich nur noch mal dafür bedanken, dass du mir das Leben gerettet hast. Purer Zufall. Hey, wenn du gerne Baumsteine futterst, es gibt einen ganzen Wald davon unten. Bei dem Wasserloch, an dem hohen Gras vorbei. Nanu, woher weißt du das? Ich bin schon mal hier gewesen. Woher hast du diese Narbe? Hab mich geschnitten. Und woran? An was Scharfem. Sowas wie einem Zahn? Einen Schafzahn? Ach, Kleiner. Hörst du deine Freunde rufen nach dir? Ja, ich gehe schon. War nett, mit dir zu plaudern. Ja. Oh, Mann! Wow, der einsame Dinosaurier. Und er war hier. Augenblickchen mal. Deine Großmutter hat gesagt, dass dieser ganze Kram über den einsamen Dinosaurier nur eine Gruselgeschichte ist. Petri, ganz genau gehört. Naja, also, ich glaube, dass das wirklich passiert ist. Selbst wenn es so sein sollte, er kann es nicht gewesen sein. Das ist doch viel zu lange her. Der echte einsame Dino wäre doch gar nicht mehr am Leben. Oh, oder? Ich nicht weiß. Ich weiß es auch nicht. Oh, nein. Also, ich glaube, er lebt noch. Und er ist gerade hier bei uns im großen Tal. Ich wette, wenn ihr euch den Saurierfelsen nur einmal ansehen könntet, würdet ihr Doc wiedererkennen. Wir jetzt Felsen sehen. Ja, los, komm. Ich muss jetzt gehen. Hört zu. Kein Wort zu den Erwachsenen. Ist das klar? Keine Angst, wir wollen doch nicht, dass sie erfahren, dass du völlig durchgeknallt bist. Littlefoot! Also dann bis später. Saurierfelsen. Oi, oi, oi.